übergeben darf. Guten Tag, nehmen Sie mal bitte hier Platz. Sie wissen, dass Sie als Zeugin vor Gericht die Wahrheit sagen müssen. Mit einer Falschaussage würden Sie sich strafbar machen. Sie heißen Betty Gebendorfer, 25 Jahre alt. Sie wohnen in Kerpen. Sie sind ledig, von Beruf Barfrau. Sind Sie mit dem Angeklagten verwandt oder verschwägert? Nein, aber der Rainer ist mein Freund. Sie arbeiten beide in dem Velvet Rose. Ja, das ist auch richtig. Und ich kann auch bezeugen, der Rainer war am 24. die ganze Zeit bei uns in der Bar. Die ganze Zeit, sagen Sie? Von wann bis wann denn? Also ich weiß, dass er um 1 Uhr gekommen ist. Und dann war er auch die ganze Zeit da. Also er war eigentlich die ganze Zeit in den Büroräumen bei uns. Aber Sie arbeiten noch an der Bar, denke ich. Das ist richtig. Wie können Sie dann, wenn Sie in der Bar sind, wissen, ob er in den Büroräumen war? Erklären Sie mir das. Um 12 Uhr wurde ich abgelöst von einer Kollegin. Dann bin ich halt zu ihm und dann waren wir die ganze Zeit zusammen. Tja, dumm nur, dass der Angeklagte vorhin da etwas ausgesagt hat, was jetzt etwas störend wirkt. Nämlich, dass Sie es waren, die ihn darauf aufmerksam gemacht hat, dass sich Herr Scholl trotz Lokalverbots an der Bar aufgehalten hat. Blöd, ne? Nee, das war ja eigentlich, also... Ja, eigentlich was? Ungut, das Ganze, oder? Anders. Anders, ja. Na? Vielleicht sollten Sie ein bisschen nachdenken. Ich verstehe da sehr wenig Spaß, ja? Sie denken ein bisschen nach, ob Sie, entschuldigen Sie bitte, vielleicht gehe ich da ein bisschen weit, ob Sie jemanden hier schützen wollen, zu Unrecht schützen wollen, der Sie nach Strich und Faden betrügt. Betrügt? Also, ich finde das ja jetzt nett, dass Sie mich hier gegen meinen Freund aufhetzen wollen. Aber ich weiß, was ich gesehen habe und ich weiß auch, dass Rainer die ganze Zeit bei uns war. Betrügen tut er mich nicht. Nichts wissen Sie. Glauben Sie mir nicht, ja? Nein. Na gut, Frau Hesse, vielleicht sind Sie ja mal so nett und würden uns die Passage vortragen, aus der hervorgeht, wie der Angeklagte gesagt hat, dass er sich diverse Male in diesem Kellerabteil mit irgendwelchen Frauen da vergnügt hätte. Der Angeklagte hat gesagt, na wissen Sie, es ist so, dass ich manchmal in dem Kellerabteil bin, naja, um mit irgendwelchen Mädchen Spaß zu haben. Betty, glaubt den Scheiß nicht. Ach, soll man den Scheiß nicht glauben? Entschuldigen Sie bitte, ich zitiere Sie gerade nur. Das heißt also, Sie waren vorher nie in dem Kellerabteil, oder was? Natürlich nicht. Heißt, ach nein, dann erklären Sie es mir doch bitte. Der Zigarettenstummel, der stammt dann von der Tatnacht, oder was, Herr Teumann? Ja, nein. Andere Frauen, ja oder nein? Und ein bisschen nachdenken, Herr Teumann, würde Ihnen auch ganz gut zu Gesicht stehen. Betty, jetzt bleib hier, bitte. Frau Gebendorfer, Moment mal, wo wollen Sie denn hin? Ich weiß nicht, was ich hier noch soll. Ich Ihre jetzt Aussage gehört. Sollen Sie machen. Was, ja. was Ihr Verhältnis zu ihm ist, was ganz anderes. Aber die Aussage... Ich habe keinen Bock für so ein Scheißgeld zu lügen. Mensch, Betty, jetzt hören wir mal bitte Moment zu. Das mal. Stimmt alles nicht, was hier gesagt wird. Frau Gebendorfer, jetzt wir klären das später, okay? Vertrau mir. Also, das war so. Ja. Irgendwann ist Rainer halt mit diesem Suffkopf rausgegangen. Und nach 20 Minuten kam er dann wieder rein. Betty, so war das. Betty, erzähl dir keinen Stuss, Mann. Ich erzähl keinen Stuss, jetzt sag ich dir nämlich mal die Wahrheit. Wie spät war es denn, als er wieder zurückgekommen ist? Das war dann so um 2 Uhr ungefähr. Dann habe ich ihn gefragt, was er jetzt draußen mit ihm gemacht hat. Und dann hat er nur gesagt, ja, er ist jetzt an einem Ort und dann kann er seinen Suff mal ausprobieren. Das stimmt doch gar nicht. Und dann geht es ihm schon wieder ganz gut danach. Ach, die eifersüchtige Kuh, die will mich doch jetzt hier nur fertig machen. Passen Sie mal auf mit Beleidigungen hier, ja? Ich habe sie auch schon gesehen. Sie haben sie wirklich richtig genau beieinander inzwischen. Also ist das klar? Ja, ich habe jeder gegen mich verschworen. Herr Teumann, wissen Sie, ich habe genug gehört. Ich sag's nur hiermit, ich bräuchte die nächste Zeugin, die Ehefrau Scholl, nicht mehr. Mir reicht, was ich gehört habe. Jetzt reicht's mir aber hier. Ich habe den Jürgen nicht in den Keller gesperrt, verdammt noch mal. Schickt das hier keiner. Ist doch alles klar jetzt. Was soll der ganze Mickey Maus Kacke hier noch? Der Mann ist unschuldig. Ja eben, was ist denn jetzt für eine Megascheiße? Ich weiß aber wirklich, ich habe Ihnen gesagt, Sie haben es genau beieinander. Also geht folgender Beschluss. Gegen den Angeklagten Rainer Teumann wird wegen ungebührlichen Verhaltens jemand ein Ordnungsgeld von 200 Euro ersatzweise 3 Tage Ordnungshaft verhängt. Ich lasse mir das nicht bieten, wie Sie sich hier aufführen. Und Sie, da hinten, Sie fliegen auch raus, wenn Sie jetzt noch mal hier dazwischen maulen. Ist das klar? Okay. Herr Vorsitzender, ich beantrage eine kurze Unterbrechung. Ich möchte ganz gerne mit meinem Mandanten mal unter 4 Augen sprechen. Ich glaube, es ist allerhöchste Zeit, wenn er sich hier nicht noch mehr in Schwierigkeiten bringen will, ja? Deshalb ja auch gibt's der Beratungsbedarf. Gibt es zunächst noch Fragen an die Frau Gebendorfer? Keine Fragen. Herzlichen Dank. Dann sind Sie unvereidigt. Sie können bleiben oder gehen, wie Sie wollen. Und dann unterbrechen wir mal kurz. So, Herr Teumann, Sie kommen jetzt mal mit mir mit. Nimm mal Klartext. Also, kommen Sie. Lass mich in Ruhe. Herr Teumann, was soll das alles? Was führen Sie sich so auf? Glauben Sie, das hilft Ihnen weiter? Was bringt denn hier überhaupt noch was? Ja, zuallererst möchte ich mal wissen, was ist mit dieser Geschichte von wegen Sex im Keller? Waren Sie nun mit anderen Frauen in diesem Kellerabteil oder nicht? Ja, die Sache stimmt. Okay, jetzt hören Sie mal gut zu. Wenn ich Ihnen helfen soll, dann müssen Sie sich zuallererst mal anständig aufführen hier im Gerichtssaal. Ist das klar? Okay, ist klar. Alles klar. Und dann müssen Sie mir endlich mal die Wahrheit sagen. Das heißt, machen Sie den Mund auf. Es reicht schon, wenn Sie Ihre Freundin anlügen und die stinksauer auf Sie ist. Ja, Sie haben recht. Das ist so ein Penner, ne? Ich lass mich doch nicht noch weiterhin von dem verarschen. Sie hat übrigens auch flach gelegt. Du halt deine Klappe, du machst alles noch schlimmer.
Scheiß Kerl, ich kann kotzen, wenn ich dich sehe. So, sind Sie soweit wieder? Wir sind soweit, vielen Etwas Dank. Etwas beruhigt? Also, Etwas dann können beruhigt. Wir ja weitermachen. Dann wird die Hauptverhandlung hiermit fortgesetzt. Herr Vorsitzender, ich möchte gerne im Namen meines Mandanten eine Erklärung abgeben. Jürgen Scholl hatte in unserer Bar Hausverbot. Und ich habe lediglich vom Hausrecht Gebrauch gemacht und ihn an die Luft befördert. Im Hof hat Jürgen dann angefangen, mit mir zu diskutieren. Er konnte nicht verstehen, warum ich ihn rausgeworfen habe. Es gab eine kleine Rangelei. Aber schließlich habe ich Jürgen sich selbst überlassen und bin zurück in die Bar. Das Ganze hat vielleicht 5, höchstens 10 Minuten gedauert. Jürgen Scholl befand sich zu dem Zeitpunkt torkelnd im Hinterhof. Ich habe ihn nicht in den Keller gesperrt. Soweit die Erklärung meines Mandanten. Und die abgerissene Kette in seiner Jacke, wie erklärt er uns dann die? Tja, das kann ja nur Sabine gewesen sein. Also haben Sie keine die Kette untergejubelt hat. Alle oder was? Gut, bevor wir uns in Spekulationen verlieren, hören wir doch die nächste Zeugin an. Sabine Scholl, bitteschön. Frau Scholl, guten Tag. Müssen wir bitte hier nach vorn. Ich muss Sie zuallererst mal belehren, dass Sie hier natürlich die Wahrheit sagen müssen. Mit einer Falschaussage würden Sie sich strafbar machen. Allerdings müssen Sie auf alle Fragen nicht antworten, wenn Sie sich selbst oder Angehörige hier in irgendeiner Weise belasten könnten. 55 belasten, STP. Aber natürlich sage ich die Wahrheit. Ich sage es nur rein vorsorglich. Zu Ihrem Personal. Sie heißen Sabine Scholl, 42 Jahre alt. Sie wohnen in Kerpen, Sie sind verheiratet, Sie sind Telefonistin in der Taxizentrale. Und nicht verwandt oder verschwägert mit dem Angeklagten. Nein. Ja. Frau Scholl, Sie haben Ihren Mann in der Nacht zum 25. Mai diesen Jahres gefunden, nachdem er zuvor ganz offensichtlich geraume Zeit in einem abgelegenen Kellerabteil gefangen war. Ja, zum Glück habe ich ihn noch lebend gefunden. Wie kam es dann überhaupt dazu? Das war purer Zufall, dass ich ihn gefunden habe. Ich habe mir schon Sorgen gemacht, weil er den Tag davor, die Nacht davor und den ganzen Tag über nicht nach Hause gekommen ist. Aber das ist denn des Öfteren schon mal vorgekommen. Und ich wäre im Traum nicht darauf gekommen, ihn in diesen Keller zu suchen. Ja, aber wie kam es denn dann, dass Sie ihn genau dort gefunden haben? Ja, in der Nacht, als ich ihn gefunden habe, bin ich mit meiner Kollegin noch raus auf den Hof. Mhm. Und meine Kollegin ist dann schnell wieder rein. Mhm. Ich bin noch ein wenig draußen geblieben und habe nachgedacht. Worüber haben Sie denn nachgedacht? Na ja, über mein Leben, über meine Ehe. Und ich war ganz in Gedanken versunken und habe mit meinem Ehering gespielt. Und dann ist er plötzlich von meiner Hand gefallen, direkt durch ein Gitter im Kellerschacht. Was für ein Zufall. Ich bin dann sofort in den Keller, und um nach meinem Ring zu suchen. Und wie ich dann plötzlich die Treppe runterging, bin ich fast über meinen Mann gestolpert. Er lag da, hat sich überhaupt nicht mehr bewegt, und ich habe gedacht, er ist tot. Haben Sie einen gleichen Notarzt verständigt? Ja, nein, ich hatte ja kein Handy dabei. Und ich bin sofort rauf in die Taxizentrale und habe meiner Kollegin Bescheid gesagt. Und die hat dann sofort den Arzt angerufen. Ich bin sofort wieder zurück zu meinem Mann. So wie es aussieht, hat die Kollegin dann nicht nur einen Arzt gerufen, sondern wohl auch die Presse verständigt. Hm? Ja. Stand ja dann direkt in der Zeitung. Ja, sie hat wohl auf ein paar Euro extra gehofft. Ich meine, ich kann das schon verstehen beim Hungerlohn, den wir verdienen. Und ich habe mich aber schon auch darüber geärgert, weil mein Mann liegt da mehr tot als lebendig und sie will an seinem Unglück auch noch teilhaben, der Arme. Ach Mama, ey, wie, du brauchst ihn jetzt nicht noch zu bemitleiden. Anna, dein Vater ist mein Mann und ich habe versprochen, zu ihm zu halten, in guten wie in schlechten Zeiten. Das gibt ihm also das Recht, dass er mit uns alles machen kann. Überhaupt nicht mal, wozu er uns schon getrieben hat, wozu er seine eigene Tochter getrieben hat. Anna, du hast doch nicht erzählt, oder? Natürlich, warum denn nicht? Soll er doch wissen, was er alles verbockt hat. Ja, aber... Frau Scholl, hatten Sie denn auch in der Nacht zum 24. Mai Nachtschicht in der Taxizentrale? Haben Sie denn da auch mal in dem Hof Pause gemacht? Ist Ihnen da irgendwas aufgefallen? Nein, in der Nacht habe ich keine Pause gemacht. Da war so viel zu tun. Ich bin gar nicht raus auf den Hof. Mhm. Aber Sie sind in der Nacht, in der Ihr Mann da in dieses Kellerloch gesperrt worden ist, im Velvet Rose gewesen? Ja, aber erst nach meiner Schicht, um 16:30. Ich hatte einfach so ein komisches Gefühl. Und ich wollte doch einfach nur mal nach ihm schauen, ob er vielleicht dort ist. Was für ein komisches Gefühl denn? Ja, manchmal hat man doch so ein Gefühl, so eine Eingebung. Mhm. Jemand, der einem am Herzen liegt, wenn es dir nicht gut geht. Und dieser Rainer
hat dann auch nur so komisch reagiert, als ich ihn nach Jürgen gefragt habe. Inwiefern hat er komisch reagiert? Naja, er hat gesagt, ich brauche überhaupt nicht nach Jürgen zu suchen. Und dass er sowieso so schnell nicht wieder nach Hause kommen wird. Ich habe höchstens gesagt, dass er bei uns im Laden nicht mehr reinkommt, weil er Hausverbot hat, weil er 3 Mille Schulden hat. Ist Nein, doch klar. Das stimmt nicht. Ich glaube eher, dass das, was hier nicht stimmt, Ihre Angaben sind. Ich halte Ihre Geschichte mit dem Ehering, ehrlich gesagt, für ziemlich albern und frei erfunden. Mein Ring hat mich zu meinem Mann gebracht. Das war Glück oder Schicksal. Das können Sie sich aussuchen. Wissen Sie, was Ihr Schicksal ist? Ich glaube eher, dass dieses Foto hier Ihr Schicksal ist. Herr Vorsitzender, ich habe mir das genauer angeschaut. Da ist mir was aufgefallen. Ich habe diese Fotos hier von dem Pressefotografen, der die Bilder für diesen Zeitungsartikel, den wir ja alle haben, gemacht hat. Ich habe mir die mal alle kommen lassen. Eingebung, Frau Scholl, Eingebung. Und da ist mir was aufgefallen, das würde ich Ihnen gerne mal zeigen, Herr Vorsitzender, wenn Sie gestatten. Schauen Sie mal. Hier ist ja der Krankenwagen. Und da im Hintergrund, da sieht man doch die Frau Scholl. Und schauen Sie mal, die hat doch da was in der Hand. In der Schublade hier. Ja, dann kann man es vielleicht besser erkennen. Mhm. Frau Scholl, kommen Sie mal bitte nach vorn. Schauen Sie mal. Sind doch Sie auf dem Foto da hinten? Schauen Sie mal. Ja. Aha. Und was haben Sie da in der Hand? Schauen Sie mal. Ist doch eine Tüte, oder? Was ist denn in der Tüte? Lebensmittel. Lebensmittel? Setz dich mal bitte wieder hin. Warum wollen Sie mitten in der Nacht eine Supermarkttüte voller Lebensmittel, das ist doch eine Mülltonne, in den Müll werfen? Das waren abgelaufene Lebensmittel. Abgelaufene Lebensmittel. Jetzt überlegen Sie mal, Sie haben kurz zuvor Ihren Mann, der eine Nacht nicht nach Hause gekommen ist, schwer verletzt da am Keller gefunden. Notarzt verständigt, der Notarzt ist da, der Krankenwagen ist da, Ihr Mann wird gerade hier in den Krankenwagen geladen, um abtransportiert zu werden. Und da haben Sie nichts Besseres zu tun, als abgelaufene Lebensmittel in Müll zu werfen. Frau Scholl, das ist verwunderlich, oder? Sie haben keine abgelaufenen Lebensmittel entsorgen wollen. Nachdem Sie ja hier nicht reden, muss ich das wohl tun. Nein, Sie haben Beweismaterial entsorgen wollen. Sie haben auch keinen Ring, Ihren Ehering nicht gesucht. Nein, Sie sind ganz bewusst zu dem Keller gegangen, um zu sehen, wie es Ihrem Mann geht. Sie wollten ihm auch was zu essen bringen. Und als Sie dann da runtergegangen sind, da haben Sie Ihren Mann nicht in diesem Kellerverlies gefunden, sondern reglos auf der Kellertreppe liegend. Da haben Sie Panik bekommen und haben dafür gesorgt, dass ein Arzt gerufen wird. Und auf die Schnelle, nachdem der Arzt kam, ist Ihnen leider nichts Dümmeres eingefallen als diese wirklich alberne Ausrede mit dem Ehering. Frau Scholl. Verdammt nochmal. Hat der Herr Verteidiger vielleicht recht? Sabine, hast du mich Lassen Sie doch endlich meine Mutter in Ruhe. Frau Scholl, das kann doch nicht wahr. Sie wollten doch Ihren Mann zwingen, einen Alkoholentzug zu machen. Weil Sie einfach nicht mehr wussten, wie es weitergeht. Jeder von uns hat doch Verständnis dafür. Lassen Sie meine Mutter doch endlich in Ruhe, sehen Sie nicht, wie fertig sie ist, oder was? Das kann nicht sein, dass du das gemacht hast. Das gibt's gar nicht. Wollen Sie was erzählen? Ich habe das alles nicht gewollt. Ich habe meinen Mann doch immer noch geliebt. Aber seitdem er arbeitslos war, da war er fast jede Nacht unterwegs. Das haben wir uns doch überhaupt nicht leisten können. Ich habe das wirklich nicht gewollt. In der Nacht zum 24. Mai bin ich auf den Hinterhof raus. Und da lacht mein Mann zwischen den Mülltonnen, total besoffen. Da habe ich doch was tun müssen. Verstehen Sie das denn nicht? Ich habe ihn in den Keller gezogen. Sabine, ich hätte da unten drin verrecken können in dem Loch. Ich hab das doch alles nicht gewollt. Ich hab doch nur gewollt, dass du nicht mehr trinkst. Und dass alles so wie früher wäre. Wir waren noch mal so glücklich, oder? Und in der darauffolgenden Nacht, da wollten sie tatsächlich ihrem Mann Lebensmittel, was zu essen bringen, wie es aussieht. Und da haben sie ihn dann verletzt am Fuß der Kellertreppe gefunden. Nein, ich wollte keine Lebensmittel. Ich hab mir doch nur gewünscht, dass alles wieder besser wird.
dass er nicht mehr trinkt. Und ich habe ihn doch nicht so schwer verletzen wollen. Dagmar, merkst du eigentlich gar nicht, was du uns damit antust? Mama, egal was du tust, du lügst uns an. Du behandelst die Scheiße und Mama will dir trotzdem immer nur noch was Gutes tun. Was Gutes tun? Wisst ihr überhaupt, wie ich da unten in dem Loch gelitten habe? Weißt du eigentlich, wie wir die ganze Zeit leiden? Das denke ich allerdings auch, Herr Scholl. Dass Ihre Frau überhaupt so weit kommt, dass sie keinen anderen Ausweg mehr sieht. Ja. Haben Sie darüber schon mal nachgedacht? Ja. Haben Sie Ihren Mann auch geschlagen, bevor Sie ihn da in den Keller gesperrt haben oder als er im Keller eingesperrt war? Er lag da neben dem Müllton und hatte geblutet. Und haben Sie Ihrem Mann seine Halskette abgerissen und Sie anschließend dem Angeklagten irgendwo in die Jackentasche gesteckt? Er hat sich an meine Tochter vergangen. Das war meine Das heißt, es waren wirklich Sie? Ich glaub's nicht. Was war's Ihre Rache? Um den Verdacht von Anfang an auf ihn zu lenken? Als Rache? Für das, was er Ihrer Tochter angetan hat. Jetzt aber noch mal zu Ihnen, Herr Theumann. Dann hätten wir die Geschichte mit der Kette hier auch geklärt. Sieht ganz gut aus für Sie inzwischen. Aber nicht so ganz gut. Wieso hatte denn der Herr Scholl eine blutige Nase, als er seine Frau gefunden hat? Kein Plan, ist mir entfallen. Wenn sie nicht geschlagen hat, wer dann? Ich weiß es nicht. Sie wissen es nicht. Gibt es noch Fragen an die Frau Scholl? Keine. Dann bleiben Sie unvereidigt. Nehmen Sie gerade mal bitte hinten Platz. Dann haben wir noch einen Auszug aus dem Bundeszentralregister. Kommt hiermit zur Verlesung. Wir haben 4 Eintragungen. 15.12.2003, Amtsgericht Kerpen, vorsätzliche Körperverletzung, 60 Tagessätze Geldstrafe. 12.08.2004, Amtsgericht Kerpen, vorsätzliche Körperverletzung, 90 Tagessätze Geldstrafe. 31.05.2005, Amtsgericht Kerpen, gefährliche Körperverletzung in Tateinheit mit Freiheitsberaubung und Nötigung. 6 Monate Freiheitsstrafe, ausgesetzt zur Bewährung. Bewährungszeit 2 Jahre. Dann 3.9.2006, Amtsgericht Kerpen, vorsätzliche Körperverletzung in 3 Fällen, in Tatmehrheit mit Widerstand gegen Verstärkungsbeamte, in Tateinheit mit Beleidigung, 8 Monate Freiheitsstrafe, ausgesetzte Bewährung, 2 Jahre Bewährungszeit. Noch Anträge, noch Erklärungen? Keine. Dann schließe ich die Beweisaufnahme, Herr Staatsanwalt, bitte. Hohes Gericht, der Verteidiger, also gut, den ganzen Komplex, ich nenne ihn mal Kellerloch, können wir abziehen, ebenso die abgerissene Kette, aber kleine Rangelei, Herr Theumann. Das ist etwas schön geredet, oder? Wir haben das ärztliche Gutachten, eine ganz klare Sprache. Eindeutig stammen die Verletzungen im Gesicht von Schlägen ins Gesicht. Und wenn man der Frau Scholl Senior glaubt, und ich glaube ihr, dann müssen diese Schläge von Ihnen stammen. Warum? Weil es galt, 3.000 Euro einzutreiben. Deswegen bleibt es bei einer versuchten Nötigung. Es bleibt bei Körperverletzung. Sie sind einschlägig vorbestraft, Herr Theumann. Das heißt, wir reden in jedem Fall hier von einer Freiheitsstrafe. Ich denke da an 10 Monate und Bewährung, Herr Theumann, beim besten Willen nicht. Wie sollen wir Ihnen bitte eine günstige Sozialprognose stellen? Ich weiß es beim besten Willen nicht. Ich beantrage daher, den Angeklagten zu einer 10-monatigen Freiheitsstrafe zu verurteilen. Bewährung nein. Danke, Herr Staatsanwalt, Herr Verteidiger. Hohes Gericht, Herr Staatsanwalt, aus meiner Sicht haben sich sämtliche Anklagevorwürfe restlos erledigt. Was diese Rangelei anbelangt, da kann ein Tatnachweis gegen meinen Mandanten nicht geführt werden. Warum? Es bleibt ungeklärt, wer denn da letztlich angefangen hat. Und das ist doch für die Strafbarkeit entscheidend. Ich beantrage deshalb für meinen Mandanten Freispruch, und zwar auf der ganzen Linie. Danke, Herr Verteidiger. Herr Theumann, Sie haben beide Anträge gehört. Sie haben das letzte Wort. Nö, ich habe nichts mehr zu sagen. Dann ziehe ich mich bitte den Schöffen zur Urteilsberatung zurück. Im Namen des Volkes verkünde ich folgendes Urteil. Der Angeklagte Rainer Theumann ist schuldig der vorsätzlichen Körperverletzung, § 223 Absatz 1 Strafgesetzbuch. Er wird deshalb zu einer Freiheitsstrafe von 6 Monaten sowie zu den Kosten des Verfahrens verurteilt. Nehmen Sie Platz. Da geht der Beschluss. Der Haftbefehl des Amtsgerichts Kerpen vom 26. Mai 2007 bleibt aufrechterhalten in den Vollzug. Die Geschichte mit dem Keller, die haben wir geklärt. Das war die Frau Scholl. Schon ganz heftig, Frau Scholl. Zumal, dass sie dann wirklich die Kette noch abreißen, um ihm das Ganze unterzuschieben. Naja, zumindest hat die Frau Scholl ein nachvollziehbares Motiv gehabt. Verzweiflung. Ihr Motiv kenne ich eigentlich gar nicht. Sieht so aus, als ob hier ein eher schlichtes Gemüt schlicht die Faust ein bisschen zu locker sitzen hat. Ja, ich bin überzeugt, dass Sie den Herrn Scholl geschlagen haben. Die Verletzungen, die kommen nicht vom Fallen, die kommen eindeutig von Schlägen. Ja. Eine kleine Rangelei haben Sie ja zugegeben. Wahrscheinlich ist das Ihre Art. Das bezeichnen Sie einfach als Rangelei, wenn ein anderer eine blutige Nase hat. Ja? Es müssen Sie gewesen. Es passt auch nicht zur Frau Scholl. Die hat immerhin das, was sie getan hat, ansonsten freimütig hier eingeräumt. Und es ist auch nicht Ihre Art. Sie liebt Ihren Mann nach wie vor. Dem wird sie nicht die Nase blutig schlagen. Versuchte Nötigung haben wir nicht verurteilt hier. Kann sein, dass Sie ihn zur Zahlung bewegen wollten durch die Schläge. Es kann aber auch sein, dass es einfach aus Verärgerung war, weil er nicht bezahlt hat und weil er
er gar kein Geld dabei hatte. Und dann ist es natürlich keine versuchte Nötigung. Die Körperverletzung reicht allerdings bei Ihnen für eine Freiheitsstrafe von 6 Monaten und natürlich ohne Bewährung. Sie haben 2 offene Bewährungen und Sie haben sich damit schlicht und einfach nicht bewährt. Wird für Sie also noch einiges dazukommen, nämlich mit dem Widerruf dieser beiden Bewährungen müssen Sie natürlich rechnen. Gegen das Urteil kann innerhalb einer Woche Berufung oder Revision eingelegt werden. Herr Scholl, und Sie sollten sich auch Gedanken machen, was Sie Ihrer Familie da angetan haben, dass Ihre Tochter so verzweifelt ist, dass sie bereit ist, das Angebot des Herrn Theumann anzunehmen und ihre Schulden mit sexuellen Handlungen abzuarbeiten. Und wie verzweifelt Ihre Frau gewesen sein muss, dass sie keinen anderen Ausweg mehr sieht, sie vom Alkohol, vom Spielen von Frauen abzuhalten, als sie in den Keller einzusperren. Aber was muss das auch für eine starke Liebe sein, dass sie trotz all dieser Eskapaden sie nicht verlieren will? Ja? Verpassen Sie nicht diese letzte Chance, jetzt noch mal die Kurve zu kriegen. Denn irgendwann, glaube ich, ist auch bei der stärksten Liebe die Kraft und der Ofen aus. Vorher ist die Hauptverhandlung geschlossen. Jürgen Scholl wurde, weil er gegen Geld falsch aussagte, wegen uneidlicher Falschaussage zu einer Freiheitsstrafe von 7 Monaten mit Bewährung verurteilt. Er macht inzwischen eine Entziehungskur in einer Suchtklinik. Walter Jüssen wurde, weil er Jürgen Scholl gegen Geld zu einer Falschaussage bewegte, wegen Anstiftung zu einer uneidlichen Falschaussage zu einer Freiheitsstrafe von 8 Monaten mit Bewährung verurteilt. Sabine Scholl wurde wegen Freiheitsberaubung, falscher Verdächtigung und uneidlicher Falschaussage zu einer Freiheitsstrafe von 11 Monaten mit Bewährung verurteilt. Betty Gebendorfer wurde wegen uneidlicher Falschaussage zu einer Freiheitsstrafe von 6 Monaten mit Bewährung verurteilt.